Hallo und herzlich willkommen zu Homöopathie einfach erklärt. Ich bin Petra Merker, Heilpraktikerin für klassische Homöopathie in Darmstadt und heute geht es in dem Video um das Thema, wer die klassische Homöopathie begründet hat. Der Begründer der klassischen Homöopathie war Samuel Hahnemann. Er wurde am 10. April 1755 in Meißen geboren und studierte dann Medizin. Das Jahr 1790 war das Entdeckungsjahr der klassischen Homöopathie. Dort in diesem Jahr hat Hahnemann das Ähnlichkeitsprinzip herausgefunden, indem er den Chinarindenversuch durchführte. Den Chinarindenversuch möchte ich euch einmal näher erklären. Es gab damals einen Mann namens William Cullen, der behauptete, dass Chinarinde aufgrund seiner Bitterstoffe Malaria heilen kann. Doch Hahnemann sagte, warum soll ausgerechnet Chinarinde aufgrund der Bitterstoffe Malaria heilen können? Es gibt ja schließlich genug andere pflanzliche Arzneimittel, die auch Bitterstoffe enthalten. Also er war dem gegenüber sehr skeptisch eingestellt, weswegen Hahnemann dann in einem Selbstversuch Chinarinde über mehrere Tage zu sich nahm. Und es passierte Folgendes. Hahnemann entwickelte auf einmal malariaähnliche Symptome. Daraus schlussfolgerte er, dass wenn Chinarinde malariaähnliche Symptome hervorrufen kann, auch in der Lage ist, Malaria zu heilen. Und das Gesetz der klassischen Homöopathie wurde begründet. Similia similibus curentur, ähnliches mit ähnlichem heilen. Dieses Gesetz habt ihr wahrscheinlich alle schon mal selbst am eigenen Körper erlebt. Wenn ihr von draußen reinkommt, stellt euch vor, es ist Winter, es ist eiskalt, ihr seid richtig durchgefroren, habt vielleicht eine Schneeballschlacht gemacht und eure Hände sind durchgefrostet, sodass ihr sie kaum noch spürt. Wenn ihr dann reinkommt und euch die Hände wascht unter kaltem Wasser, dann werden eure Hände richtig heiß, sodass sie schon anfangen zu brennen. Das ist so ähnlich. Das ist im Prinzip nichts anderes als das Ähnliches mit ähnlichem behandeln. Wir haben kalte Finger, wir geben darauf kaltes Wasser und die Finger werden warm oder auch heiß. Das ist nichts anderes als das Ähnlichkeitsgesetz der Homöopathie. Samuel Hahnemann hatte dann 1831 seinen ganz, ganz großen Erfolg bei der Cholera-Behandlung mit der klassischen Homöopathie. Das machte die klassische Homöopathie damals weltberühmt. Und zwar war Folgendes der Fall. Die Cholera wütete in ganz Europa und Hahnemann guckte sich die Symptome der Cholera an und empfahl seinen Kollegen daraufhin, dass sie Kampferspiritus einsetzen sollen für das erste Stadium der Cholera. Das wirkte oft sehr gut und die Patienten kamen gar nicht erst in die Lage, in das zweite Stadium reinzuschlittern, denn der Kampferspiritus wirkte desinfizierend. Im zweiten Stadium wirkte Kampfer allerdings nicht mehr und es mussten homöopathische Arzneimittel eingesetzt werden, damit die Patienten nicht verstarben. Hahnemann gab also seine Instruktionen für die Behandlung der Cholera an seine Kollegen europaweit. Und hier habe ich euch einmal ein Schaubild aufgemalt. Das ist von dem Dr. Jal aus Petersburg. Der hat Rückmeldung gegeben oder aufgeschrieben, dass über 50% der schulmedizinisch behandelten Cholera-Patienten verstorben sind und bei homöopathischer Behandlung eben nur 8% der behandelten Patienten verstorben sind, was ein Riesenerfolg war, weil die Schulmedizin hatte damals keine Medikamente gegen die Cholera-Epidemie und wusste dem nichts entgegenzusetzen. Und da gab es eine Medizin, die eben die Sterberate so weit runterdrücken konnte auf 8%. Das war schon damals sehr, sehr wenig. Und dadurch wurde die Cholera eben weltweit, die Homöopathie weltweit bekannt. In dem Buch Die homöopathische Behandlung der asiatischen Cholera findet sich eine Aufzeichnung von Dr. Quinn, der damals in England Cholera-Patienten behandelt hat. Das möchte ich euch gerne mal kurz vorlesen. Und zwar schreibt er, von 19 Kranken wurden 9 durch Kampfer allein, 7 ebenfalls durch Kampfer, jedoch mit Nachfolge anderer homöopathischer Mittel geheilt. Bei den 3 übrigen wandte ich den Kampfer gar nicht an, weil die Krankheit bereits zu weit fortgeschritten war, als dass davon noch ein guter Erfolg zu erwarten gewesen wäre.
Keiner von allen Kranken gelangte in das dritte Stadium, das des Kollapsus. Bloß zwei erreichten das vierte Stadium. Der eine war von Hirnentzündungen bedroht, durch ein homöopathisches Mittel geheilt, der andere von einer Gastroenteritis, durch homöopathische Arzneimittel geheilt. 1973 konnte die Homöopathie dann nochmal beweisen, dass sie in Cholera-Behandlung sehr, sehr nützlich ist, nämlich in Indien. Dort grassierte 1973 eine Cholera-Epidemie, die sowohl schulmedizinisch als auch homöopathisch behandelt wurde. Und wieder hatte die klassische Homöopathie einen Riesenerfolg nachzuweisen, sodass die Homöopathie in Indien staatlich anerkannt wurde ab diesem Zeitpunkt. Man kann sich heute, wenn man in Indien Medizin studiert, aussuchen, ob man in die schulmedizinische Richtung gehen möchte, in die klassisch-homöopathische oder in die ayurvedische Richtung. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Ich bin Petra Merker, Heilpraktikerin für klassische Homöopathie. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar unten reinschreiben. Ich versuche ihn dann so schnell wie möglich zu beantworten. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!